Hallo meine Lieben und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Ihr Lieben, heute ist Tag Nummer 12 von 12 Mal im Advent der strahlende Moment. Und heute gibt es nochmal ein Last-Minute-Geschenk, ein Last-Minute-Tisch-Goodie, ein Last-Minute-Mitbringsel. Whatever. Es ist auf jeden Fall etwas, was ihr relativ schnell und unkompliziert herstellen könnt. Und dazu muss ich euch gleich noch was sagen. Und zwar muss ich das Intro jetzt schon ein bisschen splitten, denn ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Das Videomaterial, was ihr jetzt sehen werdet, also heute am 19.12., ist schon entstanden im September, glaube ich. Und zwar in Vorbereitung auf einen riesen Swap mit den Kolleginnen und Kollegen. Anlässlich dieser Onstage, die ja im November stattgefunden hat. Und ursprünglich wollte ich dieses Video auch im November senden, aber im November habe ich dann beschlossen, dass ich diese Serie machen möchte. Das war schon mal Nummer 1. Und Nummer 2, ich habe das Ganze auch noch mal für unseren teaminternen Swap mitgenutzt. Das heißt, ich habe ein paar mehr gemacht und habe dann schon für unseren Ja, für unseren Team-Swap abgedreht. Aber ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, wie ich das gleich machen werde. Ich muss mal schauen. Vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich mir ein Standbild mache, denn ich hatte euch ganz schön, anlässlich dieser Swaps für die Onstage, hatte ich euch mal ein Bild gemacht oder besser gesagt gefilmt, wie dieser Riesenkarton voll war mit diesen ganzen Swaps. Und ja, habe das Ganze dann noch mal ein wenig ruhiger nachgebastelt. Und um dieses hier geht es. Das ist das Corpus Delicti. Und ja, für den einen oder anderen ist das vielleicht so eine, ja, hat das einen kleinen Wiedererkennungswert. Denn ja, das habe ich letztes Jahr auch schon mal gebastelt in meinem Adventskalender letztes Jahr. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das vielleicht gar nicht jeder gesehen hat. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, das zeige ich euch nochmal, dann ist es schnell gemacht. Und derjenige, der es nicht süß mag, der es nicht haben will für einen Kakao oder für einen Tee, der kann sich das Ganze immer noch in den Baum hängen. Genau, also wundert euch nicht, ich werde gleich eine andere Klamotte anhaben. Ich werde vielleicht auch nochmal von der Onstage, sprechen. Aber das ist auf jeden Fall euer Video Nummer 12 zu 12 Mal im Advent, der strahlende Moment. Ihr habt euch nicht vertan. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Reihe. Ja, und freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt, bis zur Entstehung dieses kleinen Swaps. Bis gleich. Das sind Swaps, die ich für unser Onstage Aftertalk gebastelt habe. Deswegen seht ihr die auch erst im Anschluss daran. Aber ich drehe sie jetzt auch schon mal ab zu dem Zeitpunkt, wo sie alle noch bei mir liegen. Einfach damit ihr auch mal so eine Dimension seht. Ich habe 22 Swaps gesucht, 22 Mal dasselbe Basteln für Kolleginnen und Kollegen und hatte natürlich zunächst einmal damit zu kämpfen, was mache ich überhaupt? So, jetzt habe ich mich entschieden, ich mache ein kleines Päckchen und zwar gibt es in diesem Päckchen, ich zeige euch das mal, das ist jetzt hier schon verpackt. Meinen Lieblingstee und das habe ich auch so hier hinten drauf geschrieben. Ja, also hallo du, ich freue mich sehr, dass du mit mir geswappt hast und ich wünsche dir bei einer Tasse meines Lieblingstees eine schöne aromatische Auszeit. Und genau das habe ich mit beigepackt. Also es gibt eine Zuckerstange, mit der man dann natürlich den Tee auch versüßen kann. Und es gibt meinen Lieblingstee, dieser hier. Oh, ich liebe ihn einfach. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Letztes Jahr hatte ich netterweise den ein oder anderen Abonnenten, der mir dann auch nochmal von diesem Tee geschickt hat, weil ich den bei uns in den Geschäften nicht gefunden habe. Aber ich schweife schon wieder ab. Also, das ist etwas, worum es heute gehen soll. Das sind die 22 Swaps für das Onstage Aftertalk und auch für mein eigenes Team Swap. Denn auch das fällt dieses Jahr in Richtung November und dementsprechend, es beginnt die Adventszeit, es wird kälter, es wird mehr Tee getrunken, so hoffe ich doch.
Und dementsprechend war das für mich definitiv eine wunderbare Alternative. Ich würde sagen, ich schaffe jetzt hier mal den ganzen Püngel von meinem Tisch und bastel mit euch noch einmal eine solche Zuckerstangenverpackung. Bis gleich. Ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid. Und schaut mal, ich habe das Ganze zum Anlass genommen, mir tatsächlich auch einen kleinen Tee zu machen. Und ihr seht es, ich sau hier schon rum. Es ist mein Lieblingstee. Und es ist eine Zuckerstange, die jetzt gleich so lustig vor sich hinschmelzen wird. Und ich bin gespannt, denn eigentlich trinke ich meinen Tee dann doch eher ungesüßt. Aber ich mache heute mal eine Ausnahme. Immerhin ist heute zum Zeitpunkt des Drehs echt lausiges Wetter außen. Das heißt, habe jetzt gerade noch ein bisschen gebraucht. Deswegen kann ich mir meinen Teebeutel schon rausholen. Und auch, wuhu, meine angesaute Zuckerstange. Oh Gott, ist die süß. Oh je. Man sieht, ich habe sie zwar schon häufig verschenkt, aber noch nie probiert. Hätte ich das getan, hätte ich sie wahrscheinlich nie wieder verschenkt, weil sie wirklich ganz, ganz süß ist. Aber gut, die kann man ja auch in mehrere Tassen reinhängen, von daher ist das nicht ganz so wild. Es geht aber heute ja nicht darum, ob eine Zuckerstange, wie der Name so sagt, dann halt eben auch sehr, sehr süß ist oder nicht, sondern es geht ja darum, wie verpacke ich die denn schön? Und ich hatte euch ja gezeigt, wie ich das hier gemacht habe. Und so machen wir das jetzt auch noch mal weiter. Und zwar brauche ich aber doch noch mal gerade ein Stückchen Tuch für Menge Tee. So. Okay. Also, ich habe mir hier schon bereitgelegt. Einmal habe ich mir Designpapier gestempelt. Das habe ich mir gestempelt aus dem Stempelset Schneeflockenwünsche. Und da habe ich mir dann eben ganz unterschiedliche Schneeflocken aufgezogen. Ihr seht das hier. Und habe die einmal durchgestempelt. Genutzt habe ich dafür die Farben Seladon. Klar. Denn damit gestalten wir ja auch unseren Hauptakteur hier. So, Seladon habe ich genutzt. Dann hatte ich Minzmakrone, Aquamarin, also Aquamarin, Minzmakrone, Rauchblau und Babyblau. Das sind die Farben, die ich hier im Einsatz hatte. Und ihr seht, das lohnt sich. Es ist ein schöner Mix aus Grün und Blau, wie ich finde. Und wie gesagt, wir machen heute weiter in Seladon. Ja, jetzt hatte ich hier allerdings auch schon etwas vorbereitet, weil ich ja in meinem Element war. Das heißt, ich habe mir hier schon dreimal diesen Grundstock in Celadon zurechtgeschnitten. Und zwar hat der die Maße von 7 mal 14,5 cm und einen Aufleger. Und der hat wiederum die Maße von 6,5 mal 14 cm. Plus, und ich glaube, das habe ich hier auch noch in ausreichender Anzahl. Jawohl. Ich habe hier auch noch liegen meine Halterung für die Zuckerstange am Ende. Und zwar hat die die Breite von 2 cm und die Länge von 9 cm. Und dann wird die links und rechts gefalzt. Und jeweils bei einem Zentimeter passiert das Ganze und dann kleben wir ja den Aufleger nochmal darüber.
Das heißt, dann bekommt das nochmal doppelten Halt. So, das sind die Sachen, die ich schon mal vorbereitet habe. Jetzt kommen wir aber natürlich noch zu dem Aufleger für die Halterung. Den müssen wir auf jeden Fall, oder die müssen wir auf jeden Fall noch schneiden. Dann brauche ich natürlich ein Stückchen Grundweiß, ein Reststück zum Stempeln meines Grußes. Und der kommt in dem Falle aus der Wichtelweihnacht und hat hier den passenden Namen Kleiner Weihnachtsgruß. Und dann nehmen wir uns gleich die Stanze, das ist das klassische Etikett, und stanzen uns das Ganze aus. Bevor wir das ausstanzen können, müssen wir es natürlich aufstempeln. Auch das machen wir mit Celadon. Und das mache ich jetzt mal gleich, vorneweg mit einem neuen Stempelblock, der irgendwie gar nicht neu aussieht, aber ist nicht schlimm. Der hat so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Habe ich denn hier irgendwas? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der hat halt hier so ein bisschen was an Blasen. So sieht es zumindest aus. Das heißt, der ist nicht wirklich ganz taufrisch. Also taufrisch schon. Den habe ich gerade eben erst aus der Verpackung geholt. Aber der sieht ein bisschen komisch aus. Ist mir jetzt aber egal, denn ich brauche diesen Stempelblock. Und dann stempel ich mir hier auf meinen langen Streifen einfach dreimal Kleiner Weihnachtsgruß auf. So, dann kann nämlich der Stempel auf Seite. Ich habe nicht mehr die Gefahr, dass ich permanent irgendwie da reingreife oder dass ich was anderes damit versaue. Und wir haben hier ein kleines bisschen mehr Platz. So, das stanze ich mir hier einmal aus. Und ihr seht, das passt ganz genau auf oder durch diese Stanze. Und tatsächlich bin ich mal gespannt. Es sollte nämlich natürlich für unsere Swaps, für den Team Afterschnack, ausschließlich aktuelle Produkte genutzt werden von Stampin' Up. Jetzt ist die Wichtelweihnacht ja von letztem Jahr, aber ich hatte wirklich keinen anderen Stempel, der aktuell ist und der in dieses Fensterchen reingepasst hätte. Und seien wir mal ehrlich, wie groß soll denn das Etikett sein, was dann oben drauf kommt? Es ging wirklich nichts anderes. Dementsprechend habe ich jetzt einfach auch zu diesem hier gegriffen. So, das haben wir auch. Gut, dann brauchen wir noch, ich schiebe das mal alles ein Stückchen weiter hoch, die Schneeflocken. Und da habe ich mir wiederum aus den Stanzformen so viele Flocken. Och, ich habe das letztes Jahr schon geliebt und ich liebe es dieses Jahr noch genauso. Also das findet ihr auch heute noch in dem Jahreshauptkatalog. Ich kann euch jetzt gerade leider die genaue Seitenzahl nicht mehr sagen, aber ihr findet das, da bin ich mir ganz sicher. Und den oder die Schneeflocken werde ich mir jetzt gleich nutzen, um mir nochmal Schneeflöckchen auszustanzen. Und dazu nehme ich, und das war jetzt dann der zweite Riegelbruch, muss ich leider gestehen, ein Stückchen aus dem besonderen, also aus dem Spezialpapier Glamour. So. Und da holen wir uns jetzt drei Schneeflocken raus. Und dazu muss ich mir jetzt mal die Prägestanzmaschine ins Bild holen. Und erschreckt euch bitte nicht. Also ich nutze meine Platten, ihr werdet es sehen, wirklich bis sie brechen. Und selbst wenn sie gebrochen sind, ja, man beachte, dürfen sie bei mir den Dienst noch nicht einfach so quittieren. Nein, nein, nein. Sie müssen weitermachen, bis ich irgendwann sage,
Jetzt ist aber gut, jetzt dürfen sie weg. Klingt ganz schön gemein, ha? Aber ja. So. Bei diesem Spezialpapier ist es tatsächlich so, dass ich das zweimal nach vorne und zweimal zurück kurbel, auf dass wir hier hinten ein schönes Ergebnis bekommen, sich das leicht hier rauslösen lässt. Boah, ich werde schon wieder gewalttätig hier, ihr habt es gehört. So. Und ein zweites Mal. Ich bin ohnehin mal gespannt, wann ich euch jetzt diese Wiederholung, ist es ja eigentlich, aufs Auge drücke. Wie ich im Vorspann schon gesagt habe, natürlich irgendwann nach dem Afterschnack und nach dem Swap von uns im Team. Achso, ich muss noch einmal. Aber wann genau das sein wird, ich weiß es noch nicht. Ist aber auch, glaube ich, nicht ganz so schlimm. So. Ihr bekommt das ja zu sehen, sonst würde ich mich ja hier nur wieder einmal mit mir selber unterhalten. Nicht, dass ich das ohnehin schon oft genug tue. Ich mag das auch, wenn dann tatsächlich jemand mit mir spricht. So. Tadam. Und dieses Spezialpapier, das gab es ja während der Celebration ab 60 €. Und ich finde das echt mega, mega schön. So. Ich bin mir zwar immer noch unschlüssig, wenn ich das Papier so sehe, was es denn jetzt eigentlich sein soll, ob Gold oder Silber. Weil je nach Lichteinfall finde ich, hat das so einen kleinen anderen Schimmer. Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach nur an mir und meinen Augen. So. Okido. Jetzt haben wir auch unsere dreimal Schneeflöckchen. Den Rest schubse ich mir hier wieder rein. So. Okay, und die Schneeflöckchen selber schmeiße ich wieder hier zu den anderen Förmchen, damit ich sie nicht verbummel. Gut, jetzt können wir im Prinzip anfangen. Ach so, nein, wir können noch nicht anfangen, denn was ich total ausgeblendet habe, ist, dass wir ja auch noch hier für unsere Halterungen den Aufleger brauchen. Und da hatte ich mir hier noch was zurückgehalten von dem letzten Designpapier. Und zwar schneiden wir das auf 1,5 cm, 1,5 cm Breite. So, das muss ich jetzt aber beidseitig machen. Und dann muss ich jetzt gerade noch mal messen. Ich glaube, ich habe mir da nämlich Schmarrn notiert. So, jetzt gucken wir mal. 2 cm war das Ganze breit und es ist im Endeffekt 7,5 cm roundabout lang. Das heißt, wir kommen hier mit 7 cm spielend hin. Aber das brauche ich dann eben zweimal. So. 7 cm. Ups. Und 7 cm. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. 7 cm. Warum bist du so lang? What the heck? Ah, das schien nur so. Es ist tatsächlich auch richtig. Und wir gucken jetzt einfach mal,
Du bist ein bisschen kürzer. Dann nehme ich mir doch glatt noch mal eins davon. Schneide das auch noch mal auf 1,5 und dann auf 7 cm. Und ihr seht, es lohnt sich definitiv auch seine Reste aufzubewahren, denn irgendeinen Punkt wird es immer geben, wo ihr dann genau diesen Rest wieder neu erstellen müsst, was ziemlich ärgerlich ist. So. Aber Attenzione, ich nehme mir jetzt hier meinen Kleber und klebe mir schon mal vorab meinen Aufleger für die Halterung auf die Halterung selber. So, und da gucke ich, dass ich einen schönen Rand habe. Ihr müsst jetzt dreimal mit mir da durch. Aber gut, wenn ihr es einmal gesehen habt, macht er wahrscheinlich aus. Wenn ihr überhaupt bis hierher geguckt habt. Das weiß man ja auch immer nicht so genau. Für die meisten ist es ja ohnehin so, wenn sie das einmal gesehen haben, dann haben sie das Prinzip auch super schnell verstanden. Und dann braucht niemand mehr bis zum Ende schauen. Das ist sie, die traurige Wahrheit. So. Okay. Gut, jetzt haben wir hier ja unsere Halterung schon mal verziert, aber wir müssen die natürlich auch noch an unserem Grundfarbkarton anbringen. Nur bevor ich das wiederum mache, ne, ist doch da. Bevor ich das wiederum mache, runde ich mir hier meine Ecken ab und das Ganze bekommt auch noch meinen Stempel. Denn wie gesagt, das Ganze wird geswappt. Und das mit dem Ecken abrunden, das müsst ihr nicht machen. Allerdings finde ich es viel, viel schöner. Deswegen mache ich das. So. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen gespannt auf den Tee. Das ist jetzt der erste Tee nach einer langen Sommerpause. Nun denn, wir werden sehen. So, abgerundet sind die Ecken. Was wir gleich noch machen müssen, ist ein Loch stanzen. Und dazu nehme ich hier so einen länglichen Stanzer. Das ist jetzt kein rundes Loch, sondern länglich. Aber bevor wir das brauchen, können wir hier unsere Halterungen anbringen. Und dazu gehen wir einfach auf die Klebelaschen. Also links und rechts Kleber auf und befestigen das Ganze an dem Untergrund. So. Habe ich auch direkt wieder gesaut. So. Und das steht jetzt zwar ein kleines bisschen über, aber wenn da gleich die Zuckerstange drunter kommt, dann hat es ja auch wieder mehr an Höhe. Und dementsprechend hat man lieber zu viel wie zu wenig. So. Du wirst hier angedrückt. Okay. Was vielleicht noch ganz interessant für euch ist, aus einem Farbkarton, ja, einem DIN A4 Farbkarton bekommt ihr 6 solcher Zuckerstangenverpackungen. Das beinhaltet sowohl die Grundkarte als auch hier das Grundweiß, wenn ihr euch selber Designpapier stempelt. Also auch das bekommt ihr aus einem
Bogen DIN A4. So, und jetzt klebe ich mir hier über diese Klebelaschen von der Halterung und einfach auf den Grundkarton auf mein Aufleger. Achte da darauf, dass ich einen schönen Abstand in alle Richtungen habe. So. Und dann kommt das erstmal auf Seite. Und ihr werdet gleich sehen, wenn man diese Vorarbeit erstmal gemacht hat, geht das Ganze ratzifatzi. Ich hatte anfangs auch mit dem Gedanken gespielt, hier einfach von den irisierenden, zauberhaften Flocken zu nehmen, die es ja jetzt noch im Herbst-Winter-Katalog gibt. Allerdings wäre mir das Ganze sehr, sehr unauffällig vorgekommen und sie sind halt auch unglaublich groß. Also ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Für diejenigen von euch, die sich jetzt wundern, warum ich hier extra nochmal Sterne ausgestanzt habe. So. Na komm. So. Okay. Gut. Jetzt kommen aber die Stempel. Hätte ich nämlich jetzt um ein Haar doch wieder vergessen. Na, jetzt bin ich ja noch schief. Naja. Was so lüt? Okay. Ja, klar. Mit dem Kleber kann man bestimmt ganz gut auch das Memento-Stempelkissen abdecken. Kein Thema. Okay, wir nehmen uns ein, ist ja kein Locher im eigentlichen Sinne, aber so eine Handstanze, mit der ihr entweder ein Loch oder aber hier diesen schmalen Streifen rausstanzen könnt, wo wir gleich das Band durchziehen können. Und so. Ich finde, das ist halt auch eigentlich echt eine süße Idee, was man auch mal als Kleinigkeit lieben Kollegen da lassen kann. So als kleinen Goodie. Eins, zwei, drei. Und ihr seht, Celadon ist echt mega bei mir angekommen. Ich gebe zu, am Anfang war ich skeptisch, weil ich dachte, nee, das geht bestimmt so in Richtung Minzmakrone. Die finde ich toll, aber die habe ich ja schon. Aber die, also dieses Celadon, das habe ich wirklich gerockt. Also ich musste es auch, bevor ich hier das Designpapier damit stempeln konnte, musste ich das auch erst noch mal auffüllen, das Stempelkissen. Das ist mir teilweise bei einigen Stempelkissen noch gar nicht passiert und die besitze ich schon bedeutend länger. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. So. Und dadurch, dass es ja auch relativ schnell und unkompliziert geht mit dem Auffüllen, oh, braucht man sich da ja nicht lange ärgern. Schubs mir das mal gerade durch. So. Und ein letztes Mal. Na, du bist doch noch da. Ich kann es doch noch fühlen. So. Manchmal will es mich auch einfach nur verschaukeln, habe ich so das Gefühl. Jetzt kommen hier oben nochmal die Ecken weg, dass das auch manierlich aussieht. Woher kommt eigentlich die Redewendung manierlich? Puh, ganz im Ernst. Manchmal sage ich ja auch Sachen, wo ich gar nicht weiß, wo kommt das her. Ich weiß zwar, wann man das benutzt und auch, was es bedeutet, aber wer damit angefangen hat, kein Plan. So, an der Stelle
kommen dann auch schon unsere Zuckerstangen ins Spiel. Aber ich möchte die gerne so rum. So rum oder so rum. Ist eigentlich auch wurscht. Bam, 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 bam. Die kann man sich jetzt hier so drunter schieben. Und dafür einen angenehmen Platz finden. Und jetzt kommen meine letzten Gludots. Nein, sind nicht die letzten. Ich habe noch mehr. Aber sieht immer so bedrohlich aus, gell? So. Und dann mache ich die an einem Punkt fest. Und das reicht im Grunde auch. Durch die Halterung können die ja nicht mehr wirklich viel nach links oder rechts. Und wenn ihr das hier unten auch nochmal mit einem kleinen Gludot fixiert, ja, dann hat es verloren. So, jetzt muss man natürlich nur den Gludot auch ans Halten kriegen hier. So. Und du bist noch lose. Doch, du bekommst einen Gludot. So. Okido. Wir müssen gleich auch noch die große Schneeflocke anbringen, aber eben auch die kleinen. Ich ziehe mir mal den Spruch gerade schon mal übers Falzbein. Und jetzt müssen wir hier natürlich noch die kleinen Innenteile aus den Schneeflöckchen rausholen. Also müssen wir nicht, aber finde ich dann doch deutlich schöner. Na? Und das ist wie im wahren Leben. Einen Querulanten gibt es immer. Echt so. So. Oh. Okay. Und ein letztes Mal. Palim, palim. Letztes Mal groß und letztes Mal klein. Und bevor ich euch dann gleich entlasse. Na, komm schon. Sache, immer diese Querulanten. Verrate ich euch gerade noch was. Ich sammle nämlich hier diese kleinen Überbleibsel. Und die sammle ich in einer ziemlich großen Tüte. Ihr seht das hier. Und die sammle ich, um damit, wenn dann die Zeit da ist, nochmal schöne Shaker-Cards zu machen. Da sind natürlich auch große Stücke mit bei, die müsste ich mir dann noch kürzen. Aber dann habe ich zumindest schon mal etwas da, was ich kürzen kann. Muss ich gerade noch mal gucken, wo habe ich denn jetzt hier meinen kleinen filigranen Kleber hingeschmissen? Eben habe ich ihn noch gesehen. Manchmal muss man ja nur die Perspektive wechseln. Ich probiere es mal, aber nein, leider nein. Jetzt rollt mir hier noch mein Geschenkband ins Bild. Nö, naja gut. Dann machen wir das doch einfach mal mit dem größeren. Ich bin mir sicher, der kleinere läuft mir über den Weg dann, wenn ich ihn nicht brauche. Oder dann, wenn eigentlich die Zeit des Brauchens schon wieder vorüber wäre, aber wer kennt das nicht? Bermuda-Dreieck-Basteltisch. So. Den großen klebe ich mir hier unten ran. So, und der kleine kommt oben auf die Halterung. Allerdings
klebe ich hier zunächst einmal den Gruß mit dem kleinen Weihnachtsgruß. Und ihr könntet das jetzt hier auch mit Kleber machen. Habe ich tatsächlich bei meinen anderen Projekten auch gemacht. Aber dadurch, dass ich jetzt den filigranen Kleber nicht finde, lasse ich das und nehme auch hierfür einfach ein Gludot. So. Und fertig ist. So, hier kommt auch nochmal was drauf. Und der Tisch, der braucht natürlich auch noch was Klebstoff. Muss sich ja lohnen hier. So, und auch den, ich sag mal den, weil das so ein bisschen wie Sterne aussieht, aber es ist ja eine Schneeflocke, also ja. Okay, auch hier nochmal der Gruß und einmal ein Schneeflöckchen. Da bin ich ja auch mal gespannt, ne? Also Stand jetzt, wo ich das aufnehme, ist ja Oktober. Und es gibt ja zahlreiche Stimmen, die sagen, das wird ein richtig harter, strenger Winter werden. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann äußert. So vielleicht auch mit Weiße Weihnacht und so. Das wäre ja schon schön, ne? Okay. So, groß kommt wieder unten rechts hin. Und dann der Spruch, allerdings darauf achten, dass man das dann auch richtig rumnimmt. Und das kleine Schneeflöckchen gleich hinterher. Tududum. So. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch meine Zellophantütchen. Plus dreimal mein Visitenkärtchen. Und dann schiebe ich das einfach nur mit dazu. Verschließe das. Und hier haben wir schon mal Nummer 1. Oh, auch schön. Ja, doch so rum, war richtig. Hat zwar noch keinen Sticker, ist aber nicht schlimm. Das packe ich jetzt hier trotzdem einfach schon mal mit einem Tee rein. Wer weiß, vielleicht bekommt das ja auch jemand ganz anderes. Denn ich habe jetzt tatsächlich auch wieder 5 Goodies. Insgesamt, das reicht locker für mein Team, sodass wir dann auch gemeinsam beim Teamtreffen nochmal ein Tässchen Tee schnabulieren können. Und das werde ich jetzt hier an dieser Stelle auch mal versuchen. Witzig ist, ich schmecke hier überhaupt gar keinen Unterschied. Also das, was ich hier gerade eben am Finger hatte von dieser Zuckerstange da, das war echt eklig, aber das hier schmeckt wie immer. Wahrscheinlich kommt das erst, wenn man weiter runter geht. Also, wenn man weiter unten in Richtung Boden kommt. Ja, das ist mein Lieblingstee, meine Lieblingstasse. Und
Das sind meine Swaps. Und damit möchte ich euch für heute auch entlassen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Und wenn ihr Farbe in das Leben anderer Menschen bringt, dann freuen die sich nicht nur, sondern geben ihre Freude in Form von Farbe für andere Menschen weiter. Und das wird eine wunderbare Kettenreaktion. Deswegen lasst uns alle viel, viel mehr Farbe in das Leben anderer Menschen bringen. Es wird sich auf jeden Fall rentieren. Passt auf euch auf und wenn ihr wollt, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.